So schaut unsere neue Taskcard aus. Ich erkläre nur drei Kleinigkeiten. Also wenn man hier ein Plus sieht, hat man die Rechte, das Ding zu bearbeiten. Und wenn man hier so Kreuze hat und was verschieben kann und wenn nicht, dann eben nicht, dann hat man nur den Lesemodus. Und auf dieses Plus, wenn wir einmal draufklicken, dann öffnet sich hier sowas. Ich mache es mal ein bisschen größer. Eigentlich hier kann ich irgendwelche Farben machen, Bilder hochladen. Ich finde den Link nicht völlig selbsterklärend. Wenn man da draufklickt, kann man hier einen Link mit Vorschau einfügen. Pro Karte wohl nur ein Link. Als nächstes interessant ist der Stift. Ganz viel selbsterklärend, Blocksatz und so weiter. Wenn man nach unten klickt, ist die eine Sache, die ich nicht selbsterklärend finde. Bei der Kartengröße kann man hier auf ausklappend schalten. Und zwar, damit hat es folgendes Aufsicht hier. Wenn ich ausklappend ist, ich klicke da drauf und dann kommt zum Beamer was. Ja, irgendwas. Und die Karte ist im Moment nicht ausgeklappt. Die Physik, die ist so groß. Ja, wenn aber alle so Karten so groß werden, wird es unübersichtlich. Deswegen meistens ausklappen. Aber ich wollte hier auch zeigen, was man machen kann. Also man erklärt den Kollegen in Physik, wo wir uns vernetzen und so weiter. Ja, und das war's schon alles. Ja. Also hier sind die Orga-Werkzeuge, die wir kennen, Vertretungsplan, die Fächer, Onboarding und die Fahrten. Und wenn wir alles einfüllen, wissen alle alles und alles wird leichter.